Gut, dann würde ich sagen, starten wir. Herzlich willkommen an alle zu diesem Webinar. ChatGPT in Microsoft 365. Wie revolutionär ist der Copilot wirklich? Ja, wir freuen uns heute, einen wahren Office-Experten dabei zu haben. Stefan Kunert, ich stelle dich einmal kurz vor, hat seinen Werdegang bei Accenture begonnen, als Berater dort täglich haufenweise Dokumente und Präsentationen mit Microsoft Office erstellt. Dann bemerkt, wie zeitaufwendig und schwierig das manchmal ist. Und darum hat er in 2005 dann das Unternehmen Empower gegründet. Das Unternehmen stellt Software her, mit der selbst ungeübte Anwendende in kürzester Zeit professionelle Office-Dokumente und Präsentationen erstellen können. Sprich, Stefan, du beschäftigst dich jetzt seit mittlerweile 18 Jahren mit Fragestellungen rund um Microsoft Office, heute Microsoft 365 genannt. Und es gibt eigentlich keine Frage rund um das Thema, zu der du nicht auskunftsfähig bist. Zumindest habe ich es noch nicht erlebt. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, Felix. Ich sage mal so, zumindest habe ich zu allen Themen eine Meinung und ja, beschäftige mich ja, seit Jahren wirklich unglaublich gern natürlich mit der Software. Wir sind auch große Office- und Microsoft-Fans, kann man ganz ehrlich sagen. Und deswegen war natürlich das Thema Copilot, die Ankündigung, die vor kurzem rauskam von Microsoft. Das ist ja jetzt noch, was uns bald erst auf uns zukommt. Das ist ja sozusagen noch in dieser, sage ich mal, in einer ersten Phase. Unglaublich spannend und vielleicht die größte Veränderung und Neuerung, die wir so in den letzten Jahr, 15 Jahre erlebt haben. Sonst hatten wir immer eher so alle paar Jahre mal ein, zwei neue spannende Features. Und jetzt reden wir hier von einer ganz anderen Dimension. Von daher wollen wir, glaube ich, heute auch so ein bisschen gemeinsam einerseits die Dinge erwähnen und klar machen, die wirklich definitiv toll sind. Der ganze Hype um KI ist ja allgegenwärtig, aber gleichzeitig natürlich auch genau reinschauen, wo sind vielleicht Dinge, die in der Werbung jetzt erstmal super toll klingen, aber wo wir zumindest noch skeptisch sind, wiefern die jetzt sofort die Arbeit revolutionieren werden. Von daher versuchen wir das sehr bei aller Sympathie und Liebe zur Innovation auch möglichst objektiv bis zu analysieren, was da auf uns zukommt. Ja, genau. Das machen wir heute. Bevor wir damit starten, für unsere Zuhörer noch ein paar wenige Informationen zu dem Webinar. Also, Sie befinden sich alle im Zuhörermodus, sprich, wir können Sie nicht hören. Sie da für uns. Wenn Sie eine Frage haben, ganz besonders wichtig, stellen Sie die bitte in den Chat. Also, es gibt ja gerade zu diesem Thema aktuell vielleicht noch sehr viele Fragen. Und man sucht vielleicht auch noch so ein bisschen das Verständnis, wie das alles funktionieren wird. Von daher fragen Sie gerne. Wir werden versuchen, am Ende des Webinars, wenn da noch Zeit bleibt, hoffentlich ein paar dieser Fragen zu beantworten. Falls wir das nicht schaffen, nehmen wir alle Fragen auf und senden diese Fragen schriftlich im Nachgang für alle Teilnehmer zu, damit alle was davon haben. Genau. Und jetzt würde ich sagen, Stefan, wir starten einfach mal durch. Und vielleicht gibst du uns zu Beginn einfach mal so einen kurzen Überblick. Also, was ist denn der Copilot eigentlich und was macht er? Erzähl mal. Genau. Also erstmal der Copilot ist, glaube ich, durch die Medien haben wir wahrscheinlich alle so mitbekommen. ChatGPT, also von OpenAI, hat da eine ganz enge strategische Partnerschaft ja auch mit Microsoft ist damit eingegangen. Und im Endeffekt ist der Copilot so eine Mischung aus ChatGPT, also Textverständnis. Ich kann mit normaler Sprache sprechen. Vielleicht haben es auch viele schon in dieser Runde mal ausprobiert auf der ChatGPT-Seite von OpenAI. Ist kostenlos, kann man machen und ist dann teilweise auch schnell. Das erklärt ja auch den Hype sehr fasziniert, wie gut das funktioniert. Und diese Logik, diese künstliche Intelligenz wurde sozusagen von Microsoft geblendet, zusammen, also kombiniert mit den Informationen, die Microsoft hat. Das heißt, zum Beispiel aus dieser Microsoft Cloud, das ist technisch für die Experten hier, Microsoft Graph, die ganzen Informationen, mit welchen Personen im Unternehmen interagiere ich, welche Dokumente verwende ich. Und es also kombiniert sozusagen dieses Sprachverständnis von ChatGPT mit Informationen, die Microsoft aus der Cloud hat, mit natürlich dem ganzen Wissen, was in den Office-Dokumenten oder Office-Funktionen existieren. Und ich habe einen Screenshot mitgebracht.
Der kommt übrigens, vielleicht ist auch eine wichtige Information, wir selbst, wie die allerwenigsten auf diesem Planeten, sind momentan im Besitz einer Co-Pilot-Lizenz beziehungsweise einer Teststellung. Was wir gemacht haben, wir haben natürlich unsere Kontakte intensiver Natur bei Microsoft. Wir haben extrem viel Research gemacht zu den einzelnen Themen. Wir haben uns diese Ankündigung genau angeschaut und dann auch die einzelnen Funktionen dahinter researched, wie die vom Co-Pilot gelöst werden. Also es ist sozusagen eine Einschätzung von uns, basierend auf sehr viel Wissen, was wir um das Thema herum haben. Es ist nicht so, dass ich Ihnen heute den Co-Pilot live zeigen kann. Das wird hoffentlich bald so sein. Die sind ja noch in einer, so einer ganz kleinen Testphase. Und wann genau der Co-Pilot in das breite Feld kommt, das wissen wir alle noch nicht. Da hält sich auch Microsoft wahrscheinlich bewusst bedeckt, weil man erst abwarten will oder damit erst richtig live gehen will, wenn man auch sehr gute Ergebnisse vorzuzeigen hat. Aber, also das hier, Screenshots, ich habe extra viele Screenshots auch mitgebracht, dass man sich das auch plastisch vorstellen kann, kommt alles aus dem Werbevideo, aus dieser großen Ankündigung. Für die, die es noch nicht gesehen haben, wir können auch gerne im Nachgang, wie gesagt, Informationen bereitstellen, Links und so weiter und auch unsere Einschätzungen. Das sind also aus der Ankündigung, ich glaube, die kam vor 2 Monaten und wir haben sozusagen Screenshots gemacht, um einen Eindruck zu bekommen. Also was ist der Copilot? Das war die Frage. Man sieht es hier rechts oben, ist also eine Funktion in den Office Ribbons und wenn ich da draufklicke, öffnet sich eben, was Sie hier schön sehen, auf der rechten Seite. Also typisch Microsoft Office Style, auf der rechten Seite habe ich jetzt eben Funktionen und man sieht schon sofort, das ist eben so, wie wir es von Chatbots heute von Webseiten kennen, so wie Sie es von ChatGPT kennen, wenn Sie damit schon mal gechattet haben. Also eine Art, oder in Teams natürlich auch, eine Art Chatfenster und hier ist die künstliche Intelligenz, der sogenannte Copilot da und dem kann ich jetzt eben Anweisungen geben, Fragen stellen, auch ihn bitten, Dinge für mich in den Office-Programm auszuführen und genau, also da kommen wir jetzt gleich zu, was der alles kann oder vielleicht auch noch nicht kann. Aber das ist erstmal so die Logik. Also ich habe es mal gesagt, es ist, früher gab es den Karl Klammer, für die, die alt genug sind, den noch zu kennen im Office-Programm. Der hatte auch die Idee, ein Assistent zu sein. Der war damals meist belächelt und nicht sonderlich effektiv. Ich glaube, Copilot ist ein würdiger Nachfolger, der auch wahrscheinlich eine deutliche Spur intelligenter und effektiver in der Unterstützung für uns wird. Super, genau. Was man sich ja jetzt doch auch fragt bei all den Neuerungen ist erstmal, weil es steckt ja einfach super viel Neues drin und Mitarbeitende müssen ja auch erstmal vielleicht lernen, mit den Prompts umzugehen, die richtig zu schreiben und so weiter. Was ist denn deine Einschätzung jetzt so allgemein? Wie relevant wird der Copilot jetzt erstmal im Unternehmensalltag sein, sobald er gelauncht wird? Wie schätzt du das ein? Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, also mittelfristig sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Ich glaube, das ist eigentlich übrigens häufig so bei so Hype-Themen. Ein Hype-Thema hat unglaublich viel Medienecho, unglaublich viel Aufmerksamkeit. Und was meistens passiert, auch wenn der Hype weggeht, es bleibt die Substanz da. Und die Substanz bei künstlicher Intelligenz und Unterstützung ist natürlich enorm. Dass wir also produktiver arbeiten wollen und müssen und können mit einer künstlichen Intelligenz, macht definitiv Sinn. Und damit ist wahrscheinlich die Relevanzfrage schon beantwortet. Was natürlich spannend sein wird, und dazu dient auch ein Stück weit heute das Webinar und die nächsten Monate, zu sehen, wie stark unterstützt die KI in den ersten, also der Copilot in der ersten Version, die dann irgendwann Ende diesen oder im Laufe des nächsten Jahres kommt. Und das wird damit dann auch entscheiden, wie schnell Unternehmen auf diesen Zug aufspringen. Denn der Copilot wird nicht umsonst kommen. Der wird also als Add-on, je nachdem, also Microsoft-Lizenzmodell ist recht komplex, aber man muss natürlich dafür eine Premium-Stufe erwerben, um diesen Copilot auch zu bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass einige Unternehmen gerade im deutschsprachigen Markt, das ist so meine Beobachtung, auch so bei Themen wie bei Cloud, vielleicht am Anfang erstmal noch vorsichtig sind, mal abwarten und gucken, wie gut funktioniert das, was sagen andere. Dazu wollen wir ja auch beitragen, um da eine Einschätzung zu geben. Aber von der Relevanz über kurz oder lang bin ich ganz sicher, dass wir in ein paar Jahren ohne solche KI-Assistenten alle nicht mehr arbeiten werden. Ja. Was sind denn da so Sachen, die dir jetzt schon auffallen, wo du sagst, okay, das ist richtig, richtig cool, was wir quasi auch aus der Preview schon nehmen konnten? Also wo sagst du, okay, das wird sofort hilfreich sein und die Leute richtig viel produktiver machen und definitiv funktionieren? Ja, also genau, das sind so
aus unseren Gesprächen mit verschiedenen Experten, mit Nutzer, Nutzerinnen und auch unsere eigene Einschätzung, haben wir das mal versucht, so ein bisschen genau daraufhin aufzuschlüsseln, die Highlights, also die Sachen, wo ich mich auch persönlich extrem drauf freue und wo wir relativ sicher sein können, dass das am Anfang auch schon ganz toll funktionieren wird, sind drei Highlights. Das erste Highlight ist alles rund um Text. Also egal ob in Word, in Outlook, in PowerPoint, überall da, wo wir Texte produzieren, wo wir was schreiben, da hilft der Copilot oder der Copilot bestimmt wunderbar. Denn wie bei ChatGPT, das können wir heute alle schon erleben, kann ich einen Text beliebiger Länge online in ChatGPT reinschmeißen und sagen, mach mir den bitte mal kürzer. Dieses Beispiel Make it shorter ist aus dem Video, auch von Microsoft. Also ich habe einen langen Text in Word, make it shorter. Ich kann sagen, make it more emotional, make it, also mach es emotionaler, mach es sachlicher, mach es werblicher, mach mir bitte daraus drei Bullets. Ich kann also unglaublich präzise mit Anweisungen Text verändern und das Ergebnis, wie gesagt, da entstand der Hype, glaube ich, weil wir bei ChatGPT das alle viele von uns zum ersten Mal erlebt haben, das funktioniert verblüffend gut. Das heißt, ich stelle mir vor, dass wir mit Copilot Texte schneller erstellen können, die mal eben auf Rechtschreibung und Grammatik überprüfen lassen können. Denn der Copilot, das, was da bei ChatGPT auch produziert wird, ist unglaublich gut von der Qualität. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das immer ans Lektorat rankommt, aber ziemlich nah. Das heißt, ich sag mal so Rechtschreibprüfung, bei Microsoft Office sind wir alle, glaube ich, eher so vorsichtig, wie toll das funktioniert oder nutzen es gar nicht. Zumindest sehen wir, glaube ich, alle immer noch Rechtschreibfehler in Dokumenten. Aber mit so einem Copilot kann das komplett korrigiert werden. Ich kann Inhalte, Texte kürzen, ich kann besser formulieren lassen und eben auch das Thema Übersetzung. Wahrscheinlich viele von uns nutzen DeepL. DeepL, also auch eine KI-basierte Übersetzungsengine. Es gibt schon erste Vergleiche von Experten, also Übersetzungsprofis, die haben ChatGPT-Übersetzungen mit DeepL verglichen und viele sehen keinen Unterschied. Manche tendieren sogar dazu, ChatGPT als überlegen anzusehen. Meine eigene Erfahrung ist, dass die sind gleichwertig gut. Das heißt aber auch, also so ein Copilot wird dann die Möglichkeit haben, eben auf einen kurzen Befehl hin mal eben die Präsentation, die Folie, das Word-Dokument oder die E-Mail mal eben in eine andere Sprache zu übersetzen. Das ist also mein absolutes Highlight, weil ich glaube, das ist einfach ein essentieller Teil von aller Arbeit fast, die wir in Office tun und ziemlich gesichert basierend auf dieser ChatGPT-Erfahrung, dass das ganz toll sein wird. Felix, ich mache einfach weiter, also du unterbrichst mich, wenn du da nachfragen willst. Ansonsten der zweite Punkt, das ist auch so, was wir heute erleben, wenn man mit ChatGPT spricht, ist, hier ist ein Beispiel aus der Microsoft-Präsentation. Ergänzen wir mal eine Folie über Kosten-Nutzen von nachhaltigen Materialien. Wie auch immer, also das war das Beispiel von denen. Ich könnte mir vorstellen, ich habe mir überlegt, vielleicht mache ich eine Präsentation, vielleicht will ich in meinem Unternehmen zum Beispiel ein Key Account Management einführen, jetzt mal fiktiv, und ich mache eine Präsentation und denke so, wahrscheinlich muss ich die Zuhörer erstmal abholen. Ja? Was ist ein Key Account Management? Typischer Fall, das ist ja eine Internetrecherche. Also auch wenn ich weiß, was Key Account Management ist, würde ich ja wahrscheinlich jetzt immer erstmal nach Google oder bei Google gucken, eine gute Definition finden, vielleicht so ein bisschen so, was sind so die Highlights. Und jetzt könnte ich hingehen mit dem Copilot und sagen, add a slide, also ergänze mir eine Folie zum Thema Key Account Management und mach bitte drei Bullets. Und dann kriege ich genau das Ergebnis geliefert. Das ist also toll, um Inhalte schnell zu erstellen, die in Anführungszeichen basierend auf Webinhalten funktionieren. Das geht halt aber nur in solchen Fällen, wo das Web die Antwort hat. Und in vielen Fällen, die wir im Business-Kontext sehen, Sie merken übrigens, es geht ganz viel hier immer um Copilot für Business. Es gibt sehr viele Anwendungsfälle, wo der Copilot im Privaten bestimmt ganz toll unterstützt, hat auch Microsoft viele Beispiele genannt. Wir versuchen immer so auf die Geschäftswelt das zu übertragen. Und da könnte ich mir vorstellen, diese Inhalte, das wird super gehen. Wie gesagt, wenn ich jetzt sage, mach hier mal eine Folie über den aktuellen Status unseres Projektes, da wird es dann deutlich schwieriger, dass der Copilot das wirklich kann. Also aber solche Inhalte zu erstellen, das wird auf jeden Fall gehen. Und jetzt, ich weiß nicht hier, wir haben sehr, sehr viele Teilnehmer, davon sind ein paar absolute Power-User. Die wird das jetzt nicht so interessieren, aber es gibt viele Nutzer, wie wir ja wissen, auch aus unseren Studien,
die so nicht die ganze Funktionalität von Office kennen, die eben viele Sachen überhaupt nicht wissen. Und was auch ein großer Teil dieser Vorstellung von Microsoft war, zu sagen, ganz viele Nutzer kennen nur 10% der Funktionen von Office. Mit Copilot werden die anderen 90% erschlossen. Denn man muss nicht wissen, welche Funktionen es gibt. Man kann eben einfach sagen, mach mir mal, das war das Beispiel wieder aus der Präsentation, mach mir mal Folienübergänge für alle Folien. Und dann macht der Copilot das automatisch für einen. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel. Also für Leute, die jetzt keine Office-Experten sind, wird Office besser nutzbar werden, einfacher nutzbar, man kriegt schnell Hilfe. Für Power-Nutzer wird das, glaube ich persönlich, keine Arbeitserleichterung sein, denn man sieht schon, diese 5 oder 6 Wörter, 5, die ich hier eintippe, da brauche ich länger, als wenn ich als Experte mit 3 Klicks weiß, wo ich meinen Folienübergang mit einem Klick auf alle Folien übertrage, geschweige denn, dass ich hier jetzt gar nicht kontrollieren konnte, welchen der 30 oder 40 Effekte überhaupt existiert. Das heißt also, für die Experten ist das, glaube ich, weniger spannend, aber für eine große Menge an Nutzern und Unternehmen kann das natürlich auch etwas sein, was mit Sicherheit funktionieren wird. Genau, das so als vielleicht dritter Punkt, der zumindest auch stark angepriesen wird. Genau, das wären so meine 3, wo ich sage, da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen und das wird auf jeden Fall sehr gut funktionieren. Ja, ich glaube, man muss dann auch erstmal schauen, wenn Copilot verfügbar ist und wirklich in die Nutzung kommt, dann wird man natürlich wahrscheinlich sehr viel User-Feedback kriegen, also Microsoft vor allen Dingen auch, und dann wird man vielleicht auch noch sehen, was sind denn so die Dinge, die jetzt vielleicht erstmal als sehr hilfreich anmuten, vielleicht noch nicht so hilfreich sind im Praxisalltag. Und ich glaube, du hattest auch vielleicht schon so ein paar Fragezeichen bei einigen Aspekten von Copilot, wo du sagst, okay, könnte hilfreich sein, aber man muss mal wirklich schauen, wie das dann im Praxisalltag funktioniert. Wenn du mal darüber sprechen würdest, also was würdest du da so nennen? Genau, also ja, bevor ich loslege, ich denke, in dieser Ankündigung gab es extrem viele Beispiele. Und wie gesagt, an was wir gerade arbeiten, und stellen es gerne allen, die heute hier sind, auch danach bereit, eine Auflistung aller Befehle, die da genannt worden sind und aller Ergebnisse, was da rauskommt. Und da gab es ein paar Dinge, wo ich auch gedacht habe, wow, wenn das funktioniert, das wird wirklich eine riesen Erleichterung. Und ich fange mal mit dem absoluten Highlight, meinem persönlichen Highlight an. Und zwar, das ist das Thema Meeting-Protokolle, habe ich das jetzt mal getauft. Also Meeting-Summaries haben es die Amerikaner genannt. Also man hat ein Teams-Meeting mit 5, 6 Teilnehmern, wie auch immer, und kann dann zum Beispiel, wenn man zu spät in ein Meeting reinkommt, sagen, gib mir mal eine Zusammenfassung, was ich bisher verpasst habe. Oder ich kann im Nachgang von einem Meeting automatisiert eine komplette Zusammenfassung bekommen. Das heißt, eine Zusammenfassung, man sieht es hier so im Hintergrund, was wurde besprochen, welche Diskussionspunkte gab es, welche Entscheidungen wurden getroffen, welche Aufgaben, wer bis wann wurden daraus abgeleitet. Und also, wenn das so funktioniert, wie es angekündigt wurde, dann ist das aus meiner Sicht eine Riesenerleichterung, weil wir dann für jedes Meeting, was wir machen, niemanden mehr ernennen müssen, der Protokolle schreibt. Ich glaube, da gibt es wenige von uns, die das gerne tun. Und man muss eben, man macht vielleicht noch seine Notizen, aber man hat hier die Sicherheit, dass jedes Meeting sauber protokolliert ist. Ich glaube, das wäre ganz toll, wenn das funktioniert. Da bin ich aber auf die Praxis gespannt, weil das eine ist, wir sprechen oft Deutsch in unseren Meetings, nicht immer, aber oft. Frage ist, wie gut funktioniert die deutsche Spracherkennung dann von so einem Copilot, nicht nur amerikanisch? Wie gut schafft der Copilot es wirklich und die KI dahinter, zu verstehen, wo man eine Entscheidung getroffen hat und wo vielleicht das Ding noch nicht entschieden ist, wo es Unklarheiten gibt oder was auch die nächsten Schritte sind? Weil das sind ja Dinge, die nicht immer ganz explizit genannt werden, sondern auch so, ich sag mal, ja, Peter, du kümmerst dich drum, oder? Und dann ein Nicken als Ja oder Nein zu interpretieren. Das sind ganz viele Fragezeichen, die ich habe, weil es gibt ein Dilemma, was ich da sehe. Wenn ich
mich darauf verlasse, dass der das Meeting sauber zusammenfasst und ich keine gute und ich nicht mitgeschrieben habe und ich erst am Tag später merke, warte mal, das haben wir doch gar nicht so besprochen, dann ist es fast schon zu spät für Protokoll, weil dann ist das Meeting schon ein Tag aus meinem Gedächtnis raus. Das heißt, wenn ich also keine fast perfekten Ergebnisse habe, glaube ich, dass ich dazu tendiere zu sagen, ah, ich schreibe lieber weiterhin mit und mache meine eigene To-Do-Liste, weil wer weiß, was der nachher da zusammendichtet. Und da, das ist natürlich gemein, aber ich glaube, das ist die Realität, entweder oder. Und da wird sich zeigen, wie perfekt funktioniert es. Ich hoffe, dass es perfekt funktioniert, aber das will ich erst erleben. So, das ist ein Thema. Da wird viel drüber gesprochen, rund um genau Teams-Meetings. Ein anderes Thema, was ähnlich, also andere Stoßrichtung, aber auch spannend ist, ist Datenanalysen. Es gab zwei Beispiele von Microsoft, basierend auf Excel-Daten, wo man zum Beispiel sagt, hey, welche Produkte sind hier am profitabelsten in diesem Quartal? Oder analysier mal diese Daten und sag mal, was sind die Key-Trends? Also was sind so die Entwicklungen, die am spannendsten sind. Und da muss ich sagen, frage ich mich, das sind schon relativ lange Fragen, die ich in dieses Chatfenster auf der rechten Seite eintippen muss. Ja? Und wenn ich ein Excel-Profi bin, was gerade meistens die Leute, also entweder man nutzt Excel und nutzt es viel im Job und dann ist man ziemlich schnell damit, oder man ist dann eher so, man macht mal eine simple Rechnung, aber mehr nicht. Wenn ich also solche Datenanalysen mache, dann ist immer die Frage, wie lange ist so ein Prompt und wie viel muss ich da eigentlich spezifisch eingeben versus, also ich weiß nicht, ob Sie selber Investmentbanker oder Berater, die analytisch sind, kennen, aber die sind Virtuosen auf der Tastatur. Also die haben in wenigen Sekunden mit ein paar Shortcuts sich Spalten mit Formeln gebaut, mit komplexen Formeln, die Durchschnitte, die Min-Max ausweisen. Und ich kriege also relativ schnell auch so eine Information eben heraus, wenn ich das mit Formeln baue. Und gerade wenn ich eben so ein Profi bin, mache ich das extrem schnell und ich bin halt viel präziser, weil hier muss ich natürlich erstmal hoffen, ob der meine Frage richtig versteht und dann auch die richtigen Schlüsse zieht. Wie gesagt, da bin ich auch total gespannt, wie gut es funktioniert und ob es dann wirklich für die, die das brauchen können, ob die dann sagen, jo, das ist viel schneller und besser, als wenn ich das mit meinen Excel-Formeln mache. Wie gesagt, ich kenne diesen Schlag Mensch ganz gut. Ich war selber mal einer davon. Da bin ich auch noch gespannt, inwiefern das es revolutionieren wird. Aber interessant klingt es auf jeden Fall definitiv. Ja, und vielleicht ich noch ganz kurz auf die Zeit nur hinweisen. Wir haben es 22. Ja. Genau, vielleicht machen wir da den Punkt noch kurz, weil wir haben ja noch so ein, zwei Infos, die vielleicht noch. Alles klar. Genau, nee, und das Thema Bildersuche, das wurde auch ganz oft gezeigt und das kriegt man ja auch mit. Also Midjourney, die Bilder vom Papst in witzigen Jacken und so weiter. Das ist natürlich auch sehr gehypt gerade, also KI-erzeugte Bilder. Was, ob der Copilot wirklich KI-erzeugte Bilder von DALL-E einsetzt oder auch von der Online-Bing-Suche, da haben wir halt die Herausforderung, sind das Bilder wirklich lizenzrechtlich immer sauber? Das ist für ein Unternehmen halt echt wichtig, dass die Lizenzen da geregelt sind. Plus will eigentlich die Markenabteilung eines Konzerns, dass irgendwelche beliebigen Bilder in einer beliebigen Stimmung in Geschäftspräsentationen sind, oder will man nicht eigentlich seine eigene Bilderwelt, die der Marke entspricht, sicherstellen? Und dann will ich eigentlich nicht, dass irgendwelche Bilder erfunden oder Bilder aus dem Web hereinkommen. Aber für alle die sagen, da habe ich keine Schmerzen mit, wird es auf jeden Fall eine Erleichterung sein, passende Bilder automatisiert in Präsentationen zu bekommen. So, sorry. Stefan, bei all unserer Vorfreude auf den Copilot wollten wir das Thema ja auch vielleicht noch so ein bisschen kritisch auch heute beleuchten, weil wir auch schon ein paar Sachen identifiziert haben, wo wir jetzt ja eigentlich sagen würden, das geht erstmal nicht, auch wenn der Copilot ganz viel tolle neue Funktionalität mitbringt. Könntest du da vielleicht noch einen kurzen Überblick zu geben, bevor wir vielleicht noch zu ein, zwei Fragen kommen? Das schaffen, genau. Okay, ja. Genau, also ich sag mal so, auch aus vielen Gesprächen mit Kundinnen und Kunden habe ich eine Sache gemerkt, also so dieses Bild von, oh, mit Copilot und künstlicher Intelligenz, haben wir dieses ganze Thema Folienerstellung jetzt bald, können wir ad acta legen. Ich glaube, eines Tages vielleicht, aber der Weg dahin ist noch weit und Copilot wird uns jetzt nicht helfen, komplexere Folien zu erstellen. Ganz simple Folien, die auch in den Videos gezeigt werden, ein Bild mit Text, ja, das kann der Copilot. Das ist, glaube ich, aber nicht, wo wir heute im Unternehmensalltag unsere Zeit verlieren. Ja, also Bild mit Text, das ist einfach, sondern es geht ja eher darum, ich habe ein Diagramm mit Kommentaren, ich habe Schaubilder, ich habe Logos, ich habe all diese möglichen Sachen. Und
Da wird der Co-Pilot uns im ersten Schritt nicht helfen können. Ich springe mal ganz kurz hier raus. Ich kann das ganz kurz zeigen. Wir können es ja mal an so einem, ja, ich mache mal hier so ein Beispiel. Also ich habe hier eine simple Folie. Der Co-Pilot nutzt nämlich, das wissen wir aus der Recherche, das sagt Microsoft auch, der nutzt die Designer-Funktion. Die kennen Sie vielleicht, die Designer-Funktion von Office, die gibt es seit vielen Jahren schon. Ja, und die Designer-Funktion versucht, Folienvorschläge zu machen. Jetzt merkt man schon, ich weiß nicht, ob man das hier lesen kann, er kann zum Beispiel diese Folie jetzt nicht umgestalten. Das liegt daran, dass hier zu viele Elemente sind. Wenn ich weiter was lösche, und wenn ich noch was lösche, dann fängt er irgendwann an, jetzt merkt man, jetzt kommen hier erste Vorschläge, ob die besser sind, sei mal dahingestellt. Aber man merkt, der kann nur Vorschläge generieren, basierend auf den Layouts, die bekannt sind. Das heißt, sobald komplexere Folien erstellt werden müssen, dann kommt dieser Designer komplett an seine Grenzen. Und das ist eben auch etwas, was der Co-Pilot im ersten Schritt nutzen wird. Von daher ist also die magische Folienerstellung, da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen warten. Und ein zweites Thema ist das Thema Corporate Design. Ja, viele unserer Kunden, mit denen wir sprechen, geht es eben auch um Einheitlichkeit. Der Co-Pilot wird nicht helfen, das Corporate Design besser einzuhalten. Der wird zwar eher im Gegenteil, so wie wir auch heute arbeiten, auch vielleicht nicht konforme Inhalte weiter verbreiten, weil er auf dieser Basis oft aufsetzt. Man sieht es hier in einem Beispiel, wo es auch heißt, kreiere mir mal ein Angebot auf Basis eines alten Angebots. Wenn sich jetzt irgendwas im Corporate Design getan hat, dann wird es eben nicht berücksichtigt. Das heißt also, es wird nicht der Markenstärkung helfen im ersten Schritt. Das ist aber auch sehr logisch, weil Microsoft Office als Produktivitätssoftware auch in den letzten Jahren da jetzt nie einen gesteigerten Wert drauf gelegt hat. Und last but not least, da muss man sehen, ob sich da was dann tut. Aber wenn man eben auch zentral definierte Unterlagen, also so eine Vorlage, eine Word-Vorlage, eine PowerPoint-Vorlage, aber auch so Angebotsvorlagen, da ist das Problem, dass der Copilot immer auf diese Graph-Daten zugreift, also Daten aus dem eigenen Kontext und eben nicht so auf definierte Orte. Das heißt, wir werden da jetzt auch nicht eben das Problem lösen können, welche Version ist die aktuellste, gib mir mal die aktuellste Version dieser Folie oder dieses Dokuments. Das wird der Copilot im ersten Schritt nicht lösen können. Das können wir jetzt schon sagen, basierend auf dem, was da Microsoft beschrieben hat. So, ja. Sorry, das war ein Schnelldurchlauf. Danke für den Überblick, genau. Also kein Garant für die Einhaltung des Designs für aktuelle Inhalte, so viel kann man, glaube ich, schon mal sagen, aber doch der Produktivität sehr dienlich und wird uns, glaube ich, insgesamt sehr viel Spaß machen, damit zu arbeiten. Wir haben noch 3 Minuten und wenn man vielleicht noch so 2-3 Minütchen überziehen darf, falls das Publikum uns es erlaubt, könnten wir vielleicht noch 1-2 Fragen klären. Ich fange mal mit den ersten an, die da schon stehen, die beantworte ich aber kurz. Bekommen wir diese Folien? Ja, bekommen Sie gerne im Nachgang alle. Sie bekommen auch die Aufzeichnung, also wenn Sie jetzt gleich weg müssen, weil Sie einen harten Anschlag um 11:30 haben, ist das kein Problem, dann können Sie nochmal ins Video reinschauen. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir einmal auf ein paar Fragen, Stefan. Genau, also hier die erste Frage. Microsoft scheint ja mittelfristig die nativen Windows-Clients loswerden zu wollen, um auf die Web-Clients umzustellen. In den Web-Clients fehlen noch viele Power-User-Features. Was könnte das für Copilot oder auch Empower in diesem Kontext bedeuten? Also ich fange mal mit dem vorderen Teil der Frage an. Ich glaube, also ich würde dem zustimmen, dass wenn es nach Microsoft ginge, würde man irgendwann nur noch im Web arbeiten und hätte ja vielleicht gar keine Clients mehr oder zumindest idealerweise die Funktionsgleichheit. Wann das passiert, also das Problem in dieser oder in der Frage oder die ich auch habe übrigens, diese Mittelfristigkeit, dieses Thema haben wir vor 7-8 Jahren schon genau so besprochen, wann es könnte vor x Jahren hieß es schon, in ein paar Jahren wird es Office im Client nicht mehr geben und da genau diese Power-User-Funktion. Mein Lieblingsbeispiel, ich kann immer noch nicht im Browser, im PowerPoint ein Diagramm bearbeiten oder erstellen, was ein Witz ist, wenn man im Geschäftskontext von Geschäftspräsentationen spricht. Und diese Funktionalität, eine Basisfunktionalität, da warten wir, wie gesagt, seit Jahren drauf. Und die Weiterentwicklungsgeschwindigkeit im Web ist sehr langsam. Aber, um die Frage jetzt doch auch zu beantworten,
Der Copilot ist komplett webbasiert. Man sieht es auch, das ist also wie ein Web-Add-in gebaut technisch. Das heißt, der ist heute schon komplett plattformunabhängig. Der kann also die gleichen Dinge im Web lösen wie im Client. Das wird sich also, dem macht das nichts aus, weil Microsoft entwickelt da eigentlich nur noch Dinge auf der Webbasis. Empower, ja, wir sind schon lange dabei. Wir haben eben, was heute möglich ist im Web, also von unserer Funktionalität, Bibliotheken und Co., sind wir schon mit all dem im Web, wo es halt Unterstützung gibt von Microsoft. Momentan ist eben auch das, so wie die Funktionalität der Office-Applikation im Browser, ist nicht nur limitiert, sondern auch die Erweiterungsfähigkeiten. Aber Copilot kann uns natürlich auch in der Zukunft ganz spannende Felder eröffnen. Da hoffen wir drauf. Also wenn der Copilot eine Schnittstelle bekommt, dass wir da uns andocken dürfen, dann können wir natürlich so einen Copilot ziemlich klug machen. Das klingt jetzt so, soll ich arrogant klingen, aber das heißt, wir können einem Copilot im Hintergrund beibringen, wie die CD-Richtlinien sind. Und dann kann der plötzlich 10.000 Regeln beachten, wenn er Inhalte erstellt und macht plötzlich konforme Inhalte. Oder wir können ihm immer sagen, wenn du irgendwas Neues erstellst, guck mal hier an dem Ort, die Empower-Bibliothek, da findest du Vorlagen, die gut sind, oder da findest du Angebotsdokumente und Co. Also da sind natürlich dann mittelfristig Potenziale für uns und für die Webclients, genau. Ja, super. Dann, wie sieht es beim Copilot mit der Datensicherheit aus? Aktuell in GPT weiß kein Mensch, wohin die Daten gespeichert bzw. gesendet werden. Mhm. Vielleicht, da kann ich auch vielleicht kurz was zu sagen, Stefan, wenn du erlaubst, ja, weil ich habe heute Morgen noch, wurde ich von einer Microsoft-Kollegin auf LinkedIn darauf hingewiesen, dass es dazu ein sehr schönes, kurzes Video gab, wo Microsoft eben anhand auch von ein, zwei Beispielen erklärt, dass die Datensicherheit dadurch gewährleistet ist, dass alle Prompts, alle Eingaben, die man jetzt im Unternehmenskontext macht, wenn man Copilot nutzt, nirgendwohin gesendet werden. Also es findet kein Datenspeichern dieser Daten statt, noch wird das verwendet, damit quasi diese Public Instanz davon lernen kann. So sagt es Microsoft in diesem Video. Würde ich auch mit meinem bisherigen Erfahrung ein bisschen 100% unterschreiben. Da würde ich sagen, und das sage ich jetzt nicht, weil wir tendenziell Microsoft-Sympathisanten sind, sondern ich glaube, wenn man eine Sache bei Microsoft sicher vertrauen kann, ist, dass sie bezüglich Geschäftsdaten und diesem Thema unglaublich sensibel sind. Also klar, ein OpenAI, eine kleine Firma jetzt, die da hochkommt, da weiß man es nicht genau. Und Google ist auch nochmal ein anderes. Also auch wenn ich bei Google jetzt im Workspace-Bereich jetzt auch nicht annehmen würde, dass da irgendwas Schundluder damit getrieben wird. Aber Microsoft hat immer großen Wert darauf gelegt und wird da garantiert penibel darauf achten und das sehr gut kommunizieren, dass da also keine Unsicherheit entsteht. Was man vielleicht bei KI auch so generell sagen kann, diese künstliche Intelligenz, die dahinter steckt, das sind in aller Regel Modelle, die wurden in der Vergangenheit trainiert und angelernt, also ChatGPT, deswegen kennen wir das ja, die Daten sind nur bis 2021. Wir können, der kannte am Anfang den Ukraine-Krieg nicht, weil der bis davor trainiert wurde. Das heißt, diese Modelle werden trainiert und sind dann oft austrainiert. Ja, das bedeutet nicht, bei jeder Eingabe lernt der und speichert neue Dinge auf Servern, sondern ganz oft ist es so, gerade ChatGPT, die Sprache funktioniert, die ändert sich ja jetzt auch nicht jeden Tag. Das heißt, es ist nicht so, dass mit jeder Eingabe irgendwelche neuen Daten oder neue Rückschlüsse stattfinden. Also es gibt Modelle, die das so machen, aber die brauchen eben auch immer ein Nutzerfeedback, weil eine KI kann ja nur lernen, wenn ein Mensch am Ende sagt ja oder nein. Ja, das war richtig oder nein, das war falsch. Und das, ich weiß nicht, bei ChatGPT, ob Sie das mitbekommen haben, war das ja millionenfach wurde dieses System ja trainiert von Menschen. Also da wurden Millionen und Abermillionen von Fragen gestellt und die Antworten korrigiert oder also für gut befunden. Das ist nicht magisch passiert, sondern mit unglaublich viel menschlicher Arbeit wurde dieses Modell trainiert. Und das ist eben, wenn man das jetzt überträgt, nicht so, dass Sie bei jeder Folie, die Sie erstellen, der KI sagen, oh, das war gut oder schlecht. Von daher ist das, also datenschutztechnisch glaube ich, ist man damit bei Microsoft in sehr guten Händen und die Daten bleiben garantiert in dem Umfeld, wo ihre Daten heute sowieso liegen, in der Cloud von Microsoft und nirgends anders.
Okay, wir haben es jetzt 11:34. Vielleicht eine schaffen wir noch. Ein Kunde hat Okay. noch eine Frage. Einer geht noch. Hier fragt jetzt ein Kunde oder sagt, beziehungsweise, dass er sich vorstellen könnte, in einem Zusammenspiel von Copilot und Empower Slides, dass Copilot ganz gezielt Folien aus der Empower Folienbibliothek zusammenstellen könnte, je nach Prompt. Also quasi auch dynamisch diese Folien aus der Bibliothek ansortieren könnte in einer Präsentation. Ja, das, also da zwei Gedanken dazu. Das eine ist, ja, das könnte sogar sofort gehen, aber die Prompteingabe wäre vermutlich recht anspruchsvoll. Denn also man könnte ja, es gibt ja Inhalte und alle Inhalte in der Power-Bibliothek sind auch über URLs erreichbar. Also und eine URL, also ein Zielort, versteht der Copilot. Ich glaube, in der Praxis ist das Dilemma aber, den Prompt, den ich dem gebe, also diese Eingabe, diesen Befehl, von dem wir immer sprechen, also der Prompt ist dieser Befehl, dieses Chatfenster, der wird dann relativ lange und komplex und da muss ich dann am schlimmsten Fall noch lange URLs reinkopieren und das wird, glaube ich, daran wird es dann in der Praxis scheitern, da würde man zweifelsohne sagen, komm, da klicke ich mir schnell was zusammen. Wo wir aber drauf warten und gespannt sind, und deswegen, das hatte ich vorhin kurz angerissen, wenn es eben die Möglichkeit gibt, und die wird kommen, weil OpenAI hat die Möglichkeit für ChatGPT schon gebaut, dass man Plugins, also Erweiterungen bauen kann, mit denen diese Engine arbeitet. Und wenn das beim Copilot passiert, dann können wir natürlich Dinge machen, genau in dieser Form, dass man eben sozusagen diese Prompts um diese Informationen anreichert. Oder dass, wenn jemand zum Beispiel neu eine Folie erstellen will, eine neue, ich mache jetzt ein abgewandeltes Beispiel, dass der quasi der Prompt im Hintergrund Informationen von uns angereichert bekommt, dass der sich nur aus dieser umfassenden Folienbibliothek in Empower bedienen kann, wo sie alle Folien kennen, für gut befunden haben und die perfekt gestylt sind, sodass der jetzt nicht irgendwie komisches Zeug erfindet, sondern diese Sachen als Basis nutzt. Solche Dinge hoffen wir, werden zeitnah kommen, aber wie gesagt, das ist natürlich Glaskugel, da wissen wir nicht wann. Kommt, ist recht sicher, aber bei Zeitangaben ist Microsoft immer sehr sehr zurückhaltend, um freundlich zu sein. Ganz untypisch für eine Software, genau. Ja. Okay, super. Dann einmal ganz herzlichen Dank an dich, Stefan, für all die spannenden Gerne. Informationen. Für unser Publikum, danke fürs Zuhören und dass so viele auch noch 7 Minuten länger, ja, wir haben etwas überzogen, drin geblieben sind. Sie kriegen alle, wie gesagt, die Folien, die Aufzeichnung. In den nächsten Tagen, Wochen kommt noch ein sehr professionelles White Paper zu dem Thema, wo Sie alles rund um Copilot aus unserer Sicht nochmal nachlesen können. Und wir würden dann auch in den nächsten Tagen nochmal eine E-Mail senden mit all den Quellen, aus denen wir unsere Informationen haben, damit Sie sich bei Bedarf auch einfach mal selber noch ein bisschen informieren können und sich belesen können und sich dann fit machen können für die Nutzung von Copilot, die dann hoffentlich ganz bald kommt. Okay, damit ja, herzlichen Dank für die Teilnahme Ich danke und auch. schönen Tag noch. Bis dahin. Alles Tschüss. klar. Ciao zusammen.